zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, was glaube ich, ja. Okay, ich hoffe, ich bin laut genug, beziehungsweise ich hoffe, dass die Hintergrundmusik nicht zu laut ist. Ich habe gerade noch mal ein bisschen an den Pegel verstellt, weil ich mir irgendwie nie ganz sicher bin, wie die Mikrofoneinstellungen denn jetzt okay sind und wie nicht. Hab mal wieder meinen Timer vergessen. Ich bin bei der Abschlussprüfung von Hermine angekommen, was beim letzten Mal, als ich das privat durchgespielt habe, ziemlich peinlich war. Denn diese Prüfung, also die von Hermine, war die einzige, die ich wirklich nicht mit Bestnote abgeschlossen habe. Und es ist gerade bei Hermine schon wirklich sehr peinlich. Moment mal, muss ich das hier eigentlich machen? Ah, okay, ja doch, das muss ich tun. Ich hatte Angst, dass dann jetzt hier der Zauber schon unterbrochen wird, deswegen hatte ich das erst gelassen. Okay, wie ihr ja wisst, sind diese Prüfungen hier etwas anspruchsvoller als die vorherigen. Was uns aber nicht daran hindern soll, das Ganze trotzdem mit Bestnote abzuschließen. Das Problem, was ich hierbei nur hatte, war, dass ich am Ende, also da kommt nachher noch eine Herausforderung, die man mit dem Drachen machen muss. Und die habe ich irgendwie absolut nicht gebacken bekommen. Ich weiß nicht warum, irgendwie war ich da zu blöd zu. Ich hatte irgendwie an dem Tag einen schlechten Tag. Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich hier runterfallen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich will es gar nicht wirklich ausprobieren, muss ich zugeben. Ich traue mich nicht. Ich will ja auch das arme Häschen nicht verletzen. Es ist viel zu süß, um verletzt zu werden. So, da sind wir hoffentlich am Ende angekommen. Yep. Geschafft. Okay, sehr schön. Elasto! Oh, ich finde, es ist trotzdem ziemlich laut. Oh nein! Die Bulli, Bulli. Victu Sempra! Wie ist die Viecher noch gleich? Bulli, Bulli, Mun, Bundi, irgendwas. Oh, die Pulso! Heiliger. Ach, das war Victu Sempra! Die Pulso! Oder liegt es daran, dass ich meinen Sound immer noch zu laut gestellt habe? Ich weiß es nicht. Wartet mal ganz kurz. Okay, also es lag offensichtlich daran, dass ich meinen Sound immer noch zu laut hatte. Elasto! Also ich hoffe zumindest stark, dass es daran lag. Weil sonst ist es für euch jetzt Elasto! Natürlich immer noch zu laut. Victu Sempra! So, jetzt warte ich noch, bis dieser Schnodder da ein bisschen weggegangen ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der verletzt mich trotzdem. Ja, seht ihr, der verletzt mich nämlich trotzdem. Ach, das ist doch nervig. Okay, 1 von 5 haben wir schon mal. Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Hä? Die Pulso! Ach, Bingo, das ist ein Rätsel. Das müssen alle 4 unten sein, richtig? Die gehen verschieden schnell wieder hoch. Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Ah, Bingo. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so furchtbar schwer, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber hier, das ist mit... Ich finde, die Aufgabe von Hermine ist immer mit so ein paar Rätseln verbunden. Das finde ich ganz cool. Das sind die anderen meistens nicht so wirklich. Okay. Die Pulso! Die Pulso! Ah, okay. Ja, ja, ja. Verstehe. Zack, zack. Die Pulso! Die Pulso! Das muss schnell sein hier. So. Die Und hier. Die Pulso! Tada! Also furchtbar schwer finde ich das Ganze jetzt nicht. Ist aber auch vielleicht gar nicht so schlimm, weil das Spiel ja immer noch, wie gesagt, für Kinder ist. Draconifoss! Ja, hier diese Herausforderung habe ich nicht wirklich geschafft mit dem Drachen. Das, was jetzt so auf uns mich zukommt. Deshalb, ich bin nicht so nass. Deshalb habe ich beim letzten Mal dann das Problem gehabt, dass ich keine Bestnote erreicht habe. Jetzt geht auch schon darüber. Geh rüber. Nein, da. Ja, genau. Sehr gut. So, da ist jetzt offen.
Ich muss jetzt immer wieder durch runde Fenster durchfliegen und so eine Art Parcours hinter mich bringen. Und genau da liegt nämlich das Problem. Diese runden Fenster hier sind quasi Checkpoints. Seht ihr? Ich bleibe hier schon wieder hängen. Das hat schon wieder keinen Sinn mehr, weil ich das einfach verkacken werde. Ja. Ach man, ich bin zu blöd dazu, verdammt. Nein, nein, nein. Oh, ich brauche den Feuerball wieder. Oh, ich habe mich getroffen. Verdammt. Okay, ich würde sagen, ich lasse die Zeit einfach vorbeigehen und dann ist gut. Ich bleibe hier immer an diesen verdammten Ecken hängen. Das ist doch zum Verrücktwerden. Eine Herausforderung. Ja, ach, wirklich? Also ich finde das wirklich ziemlich schwer. Ich weiß nicht, bei anderen Let's Playern sah das so einfach aus. Aber ich persönlich habe das Problem, dass ich das einfach absolut nicht auf die Reihe bekomme. So. Next one. Ja, komm, meine Zeit läuft weiter, Junge. Mach hin. Okay, die Bohnen, die werde ich jetzt hier nicht alle einsammeln, weil ich mir das Gefühl habe, dass mir das zu viel Zeit stiehlt. Obwohl, hätte klappen können, durchaus. Jetzt habe ich natürlich kein Feuer mehr, ne? Das ist ja jetzt ein Kack. Okay, das war der nächste Checkpoint. Ist hier oben irgendwas, was ich machen kann? Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir hier oben die nächste große Herausforderung. Die Bohnen sammle ich jetzt einfach mal noch ein, einfach weil ich es kann. YOLO. Oh, dieser arme kleine Drache, ey. Was der sich hier verrückt machen muss. So, einmal durchs Feuer fliegen, bitte. Hallo? Flieg doch da durch, Mann. Oh, oh. Eine Herausforderung. Nein, 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 nein. Och, Mann. Ich war zu spät. Scheiße. Aber ich hätte den ganzen Dreck nicht einsammeln dürfen. Entschuldigung. Ach, das nervt. Das ist doch kack. Gut, dann nehme ich mir jetzt aber auch die Zeit, die Bohnen oben allein zu sammeln. Weil ich ja weiß, dass ich die Zeit habe. So. Lauf, kleiner Drache, lauf. So. Jetzt habe ich tatsächlich sogar noch alle Bohnen eingesammelt. Das ist sehr schön. Jetzt laufe ich natürlich wieder in die falsche Richtung. Und jetzt vergessen... Ah, jetzt... Nein, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Och nein, Mann, ey. Das ist wirklich verdammt nochmal eine Herausforderung, ey. Ich krieg das nicht gebacken. Das kann doch nicht angehen, Mann. Das ist immer noch ein Kinderspiel. Und ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. So, Mann. So. Ihr merkt, ich rede relativ wenig. Das Problem ist, dass ich mich hier auch irgendwie wahnsinnig konzentrieren muss. Bin ich sicher, dass hier oben irgendwas ist? Nein, hier ist natürlich nichts. Das war so klar. Jetzt habe ich natürlich wieder Zeit verschwendet für nichts. So, jetzt aber. Hoch, 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 hoch. Los, schnell. Feuerball habe ich noch. Fällt mir gerade ein. Wo muss ich weiter? Hier muss ich weiter. Ich guck einmal ganz kurz hier unten, was da ist. Hui. Komm schon, runter da. Hier geht sogar weiter. Hä? Shit.
Okay. Ja, ich glaube, ich muss das Ganze nochmal machen. Weil ist ja bei mir nicht anders zu erwarten. Eine Herausforderung. Oh, ja, super. Also das werdet ihr jetzt noch öfters sehen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich diese Herausforderung tatsächlich... beziehungsweise diese Prüfung tatsächlich in einem durchschaffe. Das Problem ist aber auch, dass ich einfach diese Herausforderung nicht in- und auswendig kenne. Und deswegen keine Ahnung habe, wann ich wo abbiegen muss und wann ich wo was machen muss. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Aber kann man jetzt halt nicht ändern. Deshalb müsst ihr euch das jetzt halt einfach 20 Mal antun. Würdest du jetzt bitte mal da durchfliegen? Hallo? Das ist schon schwierig, ja. Hier geht's immer noch weiter. So, jetzt nicht wieder hängen bleiben. Der hat einfach eine zu hohe Spannweite, dieser kleine Drache hier. Jetzt bleibe ich auch noch ständig an diesen Wänden hier hängen. Das ist doch zum... Immer noch zum Verrücktwerden. Ja, ich weiß. Ich wiederhole mich. Es fliegt doch da hoch, verdammt. Nein! Oh, ich bin zu blöd, um hier hochzufliegen. Ich hätte nie gedacht, dass mich das hier so aufregt, Mann. Mann! Hä? Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Nee. Hier geht's weiter. War das jetzt schon das... Nein, okay. Sehr gut. Ja, das hatte ich nämlich beim letzten Mal nicht geschafft. Diese Herausforderung hier mit diesem Drachen. Da hatte ich es tatsächlich nicht geschafft, alle Schilde zu sammeln. Das Problem ist jetzt, dass ich wieder keine Ahnung habe. Hier geht's weiter, richtig? Ja, okay. Sehr schön. Ja, jetzt geht's wieder hier weiter. Und jetzt habe ich wieder keine Ahnung mehr, was ich tun muss. Jetzt habe ich natürlich das Feuer nicht eingesammelt. Ich hoffe, ich brauche das hier hinten nicht. Würdest du bitte... wo geht's weiter? Hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist voll schwer. Nein. Ah, scheiße. Ah! Nein, 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 geh da durch, geh da durch. Wuhu. Ich will den Kürbis noch haben. Dankeschön. Okay, ich glaube, ich habe diese verdammte Herausforderung tatsächlich geschafft. Ich habe nicht mal annähernd alles eingesammelt, was ich hätte einsammeln können, aber... Zumindest kriege ich dieses Mal auch mit Hermine die Bestnote hin. Das ist doch schon mal was. Auch wenn es mich mega genervt hat. Du hast 100% erreicht, Hermine. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Dankeschön. Danke, Professor McGonagall. Ich wünschte, das Schuljahr wäre noch nicht vorbei. Ich möchte noch so viel mehr lernen. Immer mit der Ruhe, Hermine. Wenn nicht für dich selbst, so doch für alle anderen. Draconiforce, Lapiforce. Nein, ich werde das jetzt nicht noch einmal versuchen. Ich bin gerade schon verzweifelt. Bereit für die Glacius-Abschlussprüfung, Harry? Natürlich. Bin bereit, Professor Flitwick. Ausgezeichnet. Du kennst ja die Regeln. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um die Bestnote zu erhalten. Verstanden. 5 Aufgabenschilde. Oh, und Harry, diese Prüfung ist etwas schwieriger als unsere üblichen Glacius-Übungen. Viel Glück. Okay, ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch innerhalb von 7 Minuten. Weil dann kann ich den Part wenigstens, beziehungsweise dann kann ich das Ganze wenigstens in einem Part abschließen. Ich habe das, by the way, noch niemals irgendwie mit den Pfeiltasten gesteuert, sondern immer nur mit der Maus. Man auch. Ich habe keine Ahnung, warum man das mit den Pfeiltasten machen sollte. So. Gut, die Frösche brauche ich eigentlich gar nicht, aber aus Prinzip sammle ich sie trotzdem ein. Einfach weil ich kann. So. Halt! Gebt mir Bohnen! Dann auch noch gleich so viele Bohnen, ne? Das ist schon... Ich glaube, ich wurde im Facebook angeschrieben. Oh oh! Hey, Überraschung!
Aus 1 macht 2. Ist ja schön. Stärke. Und 3. Alle guten Dinge. Ja, kommt, ich brauche einen Bonbon. Dankeschön. Autsch. Ist egal. Hey, Moment mal. Ich wollte doch durch die Tür durch. Mano. Recto Centra. Und tschüss. Recto Centra. Hi. Recto Centra. Naja, hätte ja fast klappen können. Komm schon. Recto Centra. Rein da. Oh, hupsi. Recto Centra. Recto Centra. Recto Centra. Und tschüss. Recto Centra. Rutsch. Komm schon, rutsch da durch, verdammt. Was? Recto Centra. Oh ja, sonst noch Wünsche. Recto Centra. Recto Centra. Recto Centra. Recto Centra. So, komm schon, durch da. Recto Centra. Ich find's immer noch ziemlich nervig, dass der jedes Mal diesen verdammten Zauberspruch sagt. Recto Centra. Recto Centra. Aber irgendwie gehört's ja zu dem Spiel dazu. Wie, noch weiter runter? Ich dachte, es geht wieder hoch, verdammt. Was kommen jetzt für Biester? Oh, schon wieder die. Ich habe keine Lust mehr. Recto Centra! Recto Centra! Recto Centra! Recto Centra! Bleibt wo ihr seid. Hört auf, mich anzupupsen. Recto Centra! Recto Centra! Recto Centra! Recto Centra! Komm schon. Recto Centra! Und das sagt er auch meistens immer in derselben Tonlage. Das ist das Schlimme. Es verändert sich halt kaum was. Ach so. Coole Sache. Was denn? So. Und Schwinger. Und Recto so. Das müsste es gewesen sein. Okay, das schaffe ich locker noch. Ist kein Problem. Aber was hat das hier mit Glacius zu tun? Ich habe jetzt 20.000 Mal Recto Centra eingesetzt. Irgendwie ist das keine wirkliche Glacius-Herausforderung, finde ich. Ah. Au. Autsch. Komm schon, werf dein doofes Bonbon, dann kann ich dich auch noch vernichten hier. Raus! Aua! Och man! Oh, die haben ja echt so ein Fable für die Viecher entwickelt. Kann das sein? Das ist richtig schrecklich. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Ja, ich weiß, ich sterbe einfach mal gleich. Ach, jetzt kommt auf einmal wieder Glacius. Jetzt ist so. Und das auch noch auf allen vier Seiten, ja, nee, ist klar. Hört auf, mich anzuspucken. Dass sie die einen Monster pupsen, die anderen spucken, das ist doch eine Gemeinheit. Alle keine Erziehung genossen hier, Mensch. So, das war's. Das müsste es theoretisch gehen. Wow! Ja, natürlich! Elasco! Wey! Elasco! Boah, wenn ich da jetzt runterfallen würde, Leute. Alter. Ah! Was zum... Um Gottes Willen. Ich dachte erst, wo zum Henker bleibt der Boden? Denn... Wow! Wie cool! Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Alles meins, alles meins, alles meins. Ui. So, habe ich alles? Ja, sehr schön. Mann, das ging echt schnell. Gut gemacht, Harry. Eine Bestnote. Dankeschön. Wow, ich kann es selbst kaum glauben. Es war mir ein Vergnügen, dich dieses Jahr in Zauberkunst zu haben, Harry. Du bringst eine Menge natürliches Talent mit, mein Junge. Wirklich? Vielen herzlichen Dank. Nein, ich werde das nicht nochmal versuchen. Okay. Theoretisch wäre das Ganze jetzt abgehandelt. Ah, ich bin froh, dass ihr drei eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht.
sagst du. Ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Nun denn, mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen fürs dritte Jahr erfüllt habt. Ja, gut, bei Seidenschnabel. Hier ist jetzt quasi unsere Liste der Leistungen, die wir vollbracht haben, beziehungsweise vollbringen müssen. Hier sieht man, dass wir die Herausforderungen alle bestanden haben. Wir haben die Begegnung mit dem Monsterbuch der Monster hinter uns gebracht und wir haben die Wichtel hinter uns gebracht. Die Strecken für Flug auf Seidenschnabel müssen wir noch machen. Da fehlen uns noch 4 Strecken, die wir absolvieren müssen. Die Porträtpasswörter, da fehlen uns noch 2 und natürlich fehlen uns noch jede Menge Sammelkarten. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's! Und dafür haben wir dann natürlich jetzt auch noch jede Menge Zeit. Im Prinzip ist die Story aber jetzt hiermit abgehandelt. Theoretisch war die Story nach 10 Parts schon abgehandelt. Das hier ist, glaube ich, der 11. oder 12. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es müsste der 12. sein. Jedenfalls, ja, vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, die ganzen Herausforderungen noch zu Ende zu machen. Und dann ist dieser Teil da theoretisch auch schon abgeschlossen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind immer wichtige Links drin. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!